Auf geht's, wir sind jetzt im ersten Rhythmus des Zehners und er hat die Aufteilung 3, 4, 3. Erstes diese Korkuna- bzw. Georgiuna-Aufteilung. Gehen wir mal alles kurz durch. Also die Grundform. Ha, jetzt habt ihr schon gesehen, das war dieses Break Nummer 3, habe ich hinten angehangen. Machen wir gleich nochmal. Basic Form plus dieses Break. Und Achtung. Und dann geht's wieder los, ne? Okay, dann haben wir die erste Variante, kleine Verzierung. Und auf geht's. Das war die erste Variante. Jetzt kommt die zweite, wird etwas voller. Es geht los. Ah, Achtung nochmal. War richtig. Ja. Das war die zweite. Sehr schön mit den Double Strokes, ne? Jetzt machen wir auch wieder Doubles, aber Triolen. Machen wir schön ruhig die Nummer 3 erstmal und ja, also hier ist dieser Unterschied zwischen der 16. Triole und der normalen 16. in der Verzierung, ne? Das ist minimal, also macht euch da jetzt nicht so einen Riesenkopf, aber versucht in Time zu bleiben. Ich spiele es nochmal, etwas langsamer. Ja, mit diesem Break hinten dran. Gut, kommen wir zu 4, da haben wir die Sextole, ne? Ei. Muss also noch üben. Für mich ist immer dann, ich merke, ah, okay, ich brauche mehr Kontakt in der linken Hand für die Doubles, für die Sextole. Also mehr dranbleiben, ne? Nochmal ausschütteln. Und los geht's. Machen wir es gleich nochmal ein bisschen schneller. Ja, da muss man aufpassen, dass man das wirklich sauber hinkriegt. Manchmal ist es dann ein bisschen gewurstelt. Ist irgendwie mein neues Lieblingswort. Okay, gut, kommen wir zur letzten Variation. Auf geht's. Genau, das sind sie. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Denkt dran, der Korkuna, der muss irgendwie drin sein. Ja, das ist die Grundmetrik dieser Variante, die wir jetzt hier vorgestellt haben. Genau, viel Spaß damit. Bis bald.